Amnestie ist ein relativ kompliziertes Thema. Für uns als Handverband, ich habe das so wie viele andere Sachen auch aus Amerika abgeguckt, so wie die Forderung nach der vorgezogenen Entkriminalisierung, die auch da ja reihenweise so passiert, ne, nach den Volksabstimmungen für Legalisierung, irgendwie der erste war ist erstmal entkriminalisiert und dann der ganze Rest. Aber eben auch Amnestie, höre ich jetzt andauernd, ne, wenn ich da die Nachrichten aus den USA lese. Das dauert dann immer ein bisschen, ist nicht so schnell wie die Entkriminalisierung, sofort nach Volksentscheid oder so, dass sofort am nächsten Tag die Daten gelöscht werden, aber doch so, dass auf einmal riesige Mengen da an Daten gelöscht werden, offensichtlich. Dass man da so hört, meinetwegen San Francisco hat jetzt gerade 40.000 Akten gelöscht oder so, ne? Wo ich mich auch frage, wie geht das technisch eigentlich? Ne? In Deutschland stelle ich mir vor, dass irgendwelche Beamten zwischen Papierakten da sitzen und irgendwo suchen da drin, ob das jetzt wirklich ein gewaltfreies Delikt war oder nicht und so. Wo die Amis vielleicht einfach irgendwie drei Dinger anklicken da und dann sind die, zack, sind die weg, die Dinger. Teilweise steht aber auch da versiegelt, ja, die Akten werden versiegelt und sind dann irgendwie so nicht mehr zugreifbar irgendwie für die Polizei. Was immer das bedeuten soll, auf jeden Fall ist das regelmäßig so, dass die da amnestieren. Ja, und dann haben wir gesagt, klar, wollen wir in Deutschland auch haben, Amnestie, super Sache, weg mit dem ganzen Quatsch aus den Akten wegen Cannabis. Nur, wie das rechtlich genau ist, ja, ist wie so viele Sachen auch für uns jetzt als Handverband ein neues Gebiet, mit dem wir uns vorher jetzt nicht groß befasst haben, weil wir uns damit befasst haben, warum legalisiert werden sollte und so ewig darum diskutiert haben, bis wir an dem Punkt waren, wo wir jetzt sind. Und jetzt halt gucken müssen, wie es halt mit den ganzen Details. Und Amnestie ist eins von denen, wo wir jetzt ein bisschen am Schwimmen sind, ja, wie das überhaupt geht und was das überhaupt für rechtliche Grundlagen hat. Und dann kommen noch so Fragen dazu, die dann aus der Community natürlich auch rausschallen, so, ja, was ist denn mit Führerschein? Kriegen wir da auch eine Amnestie? Da dachte ich sofort, ja, na klar, wollen wir das haben, logisch. Wer irgendwie einen Führerschein verloren hat, weil er irgendwie mit 2 Nanogramm erwischt worden ist, also nüchtern, und die Führerscheinregelung geändert wird, dann müsste er eigentlich sofort seinen Führerschein wieder kriegen. Wie das rechtlich ist, ob es dafür irgendwie eine Grundlage gibt oder wie man die herstellen kann, bisher sind wir da ehrlich gesagt überfordert. Genauso wie bei der Frage, was ist denn eigentlich mit einer finanziellen Entschädigung? Wenn die Leute eine Geldstrafe bezahlt haben für irgendwie eine Tat, die jetzt auf einmal dann legal ist, ja, kriegen die dann die Geldstrafe zurück? Kriegen die Anwaltskosten zurück oder den Image-Schaden oder den psychischen Schaden durch Strafverfolgung? Alles offene Fragen. Ich habe bei der Entschädigungssache wirklich erst gedacht, das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Ja? Die Leute werden rehabilitiert, die Akten werden gelöscht und dann ist halt Ruhe. Aber wir haben dann auch mal geguckt, wie das ist mit Amnestie und Rehabilitierung bei verurteilten Homosexuellen, als die dann, also Maria hat das, gucke ich, ne, von wegen, sie hat das recherchiert, was jetzt da so war. Und da haben sie eben Leute auch entschädigt, zum Beispiel für Knastaufenthalte. Was ja noch nicht mal ein richtiger Geldabfluss ist, sondern einfach eine Entschädigung für zugefügtes Unleid. Leid, zugefügtes Leid. Von daher bin ich froh, jetzt kam Wegge hier zu haben, die Volljuristin ist und eben für die SPD Drogenpolitik im Bundestag macht. Und bei dem Thema früh angesprungen ist er drauf, als einziger eigentlich, ne, die gesagt hat, ja, okay, interessantes Thema und so. Von daher bin ich gespannt jetzt, was wir jetzt von dir hören können an juristischer Expertise, wie weit du da schon reingestiegen bist in die Frage und was mit dem Führerschein ist und so weiter und so fort. Deine 5 Minuten. So, jetzt? Nein. Also eigentlich müsste es jetzt. Ha, hallo alle zusammen. Genau, hi. Meine 5 Minuten, ich würde meine 5 Minuten einfach mal zu einem kurzen Referat darüber nutzen, was ist eigentlich Amnestie, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten im deutschen Recht, wann haben wir das schon gemacht, damit man vielleicht auch oder ihr dann später darüber diskutieren könnt, wo ihr euch so in der Wertigkeit irgendwie sehen würdet und bin dann natürlich auch gespannt, später dann von eurer Abstimmung dazu zu hören. Ich kann leider nicht bis zum Schluss bleiben, weil ich eigentlich im Urlaub bin mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter und versprochen habe, so schnell wie möglich wieder zurückzukehren. Aber vorher lasse ich euch natürlich noch ein paar Informationen da. Genau, also vielleicht sprechen wir erstmal kurz darüber, was passiert eigentlich, wenn wir legalisieren. Alle Verfahren, die dann schon laufen, werden die dann bis zum Ende durchgeführt oder nicht? Das ist schon mal eine frohe Botschaft, die ich quasi überbringen kann. Wenn wir legalisieren, bedeutet das nämlich nicht, dass alle Verfahren dann zum Abschluss gebracht werden, quasi so, als hätten wir nicht legalisiert, sondern es ist tatsächlich so, wenn wir legalisieren würden,
dann werden grundsätzlich alle Verfahren, die schon laufen, eingestellt werden. Im deutschen Recht ist es so, dass man eigentlich sagt, das Recht gilt zu dem Zeitpunkt, in dem man die Tat begangen hat. Es gibt aber eine Meistbegünstigungsklausel, das habe ich gerade schon gesagt, die sagt, naja, also wenn eigentlich die Strafnorm wegfällt, was ja bei der Legalisierung bei sehr, sehr vielen Verfahren, die wir momentan in der Justiz haben, der Fall wäre, dann urteilt man so, wie es eigentlich quasi am günstigsten ist für den, der angeklagt ist. Und das würde bedeuten, alle laufenden Verfahren werden eingestellt. Für die, die schon verurteilt sind, hat die Legalisierung tatsächlich leider keine Auswirkung. Also auch alles, was noch in der Vollstreckung ist, also wenn ihr zum Beispiel gerade euren Führerschein verloren habt, wird dann leider weiterlaufen. Also die, die schon verurteilt sind oder kurz vor der Legalisierung verurteilt worden sind, müssen leider quasi ihre Strafe weiter, akzeptieren. Und natürlich gibt es auch keine Entschädigung. Aber, wie gesagt, Legalisierung allein führt schon dazu, dass alle laufenden Verfahren eingestellt werden. Also das ist vielleicht schon mal was, was erstmal grundsätzlich positiv ist. Aber dann hat das deutsche Recht natürlich noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel ein sogenanntes Amnestiegesetz. Das heißt, wir könnten mit der Legalisierung tatsächlich gleichzeitig mitregeln, dass es eine Amnestie geben soll in Deutschland. Das heißt, wir würden auch alle rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren niederschlagen, so heißt das im deutschen Recht, und die Einleitung auch neuer Verfahren, also wenn ihr schon aufgegriffen worden seid und es noch nicht zur Anklage gekommen ist vor Gericht, werden mit so einem Amnestiegesetz unterbunden. Und auch tatsächlich ist es so bei einem Amnestiegesetz, dass alle Verfahren, die schon in der Vollstreckung sind, also zum Beispiel die Führerscheinerlaubnis wird gerade entzogen, ausgesetzt werden. Das heißt, man kann in so ein Amnestiegesetz aufnehmen, dass ein Verbot der Vollstreckung erfolgt. Das heißt, alle bekommen ihren Führerschein zurück und dürfen quasi wieder Auto fahren. Das gilt zum Beispiel auch für andere Nebenfolgen, die es so gibt. Eine Amnestie führt aber nicht automatisch dazu, dass man Entschädigungen bekommt. Und ist in der Regel bei Amnestiegesetzen auch nicht gewollt. Da sagt man halt, okay, wir haben jetzt einen gesellschaftlichen Wandel gehabt, wir wollen jetzt, dass das nicht mehr strafbar ist und deswegen sagen wir, es soll eine Amnestie geben, aber es war halt strafbar und deswegen wird es auch keine Entschädigungen geben. Man hat das in Deutschland schon ein paar Mal gemacht. Ich sage euch einfach kurz, wann wir das gemacht haben. Es gab einmal das Straffreiheitsgesetz vom 31. Dezember 1949. Das Gesetz, ich lese es einfach mal kurz vor, amnestierte unter bestimmten Voraussetzungen, also es gibt immer bestimmte Voraussetzungen, meistens braucht es auch einen Stichtag, darüber könnt ihr ja auch mal diskutieren, was sollte denn der Stichtag für eine solche Amnestie sein? Alle vor dem 15. September 1949, dem Tag der Wahl von Konrad Adenauer, da hat man quasi den Stichtag gesetzt, begangene Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die mit Gefängnis bis zu 6 Monaten beziehungsweise bis zu 1 Jahr auf Bewährung bestraft werden konnten. Da hat man einfach einen grundsätzlichen Straferlass gemacht, muss man sagen. Dann gab es ein Straffreiheitsgesetz vom 17. Juli 1954. Das Gesetz erklärte die Straffreiheit für NS-Minderbelastete. Und dann hatten wir noch ein Straffreiheitsgesetz am 9. Juli 1968 nach der Reformierung der Staatsschutzvorschriften, das heißt Hochverrat, Staatsgefährdung und Landesverrat, wurden quasi alle die damals entsprechend verurteilt wurden, auch amnestiert. Und wir hatten es noch ein letztes Mal 1970 tatsächlich von der SPD damals im Wahlkampf gefordert und dann auch umgesetzt. Da ging es um die Demonstrationsdelikte. Früher hatten wir ja ein viel strikteres Demonstrationsrecht. Viele wurden deswegen verurteilt und als wir das Demonstrationsrecht liberalisiert haben, sind alle, die quasi deswegen verurteilt worden sind, amnestiert worden. Genau. Und dann, also im Übrigen vielleicht, weil das bei Amnestie ja auch immer kommt, kriegt man dann zum Beispiel Strafen, die man gezahlt hat, zurück. Ja, bekommt man. Rechtsanwaltskosten weiß ich tatsächlich nicht, aber zumindest Strafen, die man gezahlt hat.
Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, die wir im deutschen Recht haben. Das ist gerade auch von Georg schon so ein bisschen durchgeklungen. Das ist das Rehabilitierungsgesetz. Das könnten wir auch erlassen im Zuge der Legalisierung. Und Kernstück von so einem Rehabilitationsgesetz ist eigentlich die Aufhebung von rechtskräftigen Urteilen. Und da ist es eben so, dass es auch eine Entschädigung gibt. Das heißt, alle, die rechtskräftig verurteilt worden sind, bekommen nicht nur die Aufhebung des Urteils und ihre Strafen, die sie gezahlt haben, zurück, sondern es kann auch eine Entschädigung geben für erlittenes Unrecht. Und das ist tatsächlich in Deutschland bis jetzt nur dreimal erfolgt. Einmal 1998 zur Beseitigung von NS-Unrechtsurteilen, also Strafurteile, die unter Verstoß gegen elementare Gedanken der Gerechtigkeit nach dem 30.01.1933 zur Durchsetzung oder Aufrechterhaltung des NS-Regimes aus politischen, militärischen, rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen ergangen sind, ohne Einzelprüfung und gerichtliche Entscheidung, wurden damals aufgehoben. Und es gab eben auch eine Entschädigung dafür. Dann gab es ein Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgung im Beitrittsgebiet. Beitrittsgebiet heißt hier Ostdeutschland. Also das heißt, hier wurden die rehabilitiert, die rechtswidrigen Entscheidungen des SED-Unrechtsregimes ausgesetzt waren. Und ein letztes Mal, das ist vorhin angesprochen worden, haben wir das gemacht. Und zwar bei der Verurteilung wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen. Also alle Menschen, die deswegen verurteilt worden sind, ins Gefängnis gegangen sind und so, die sind rehabilitiert worden und tatsächlich haben sie auch Entschädigungen bekommen. Genau, also das sind die drei Möglichkeiten, die uns als Regierung, aber auch als Parlament zur Verfügung stehen. Das heißt, entweder wir machen gar nichts und die laufenden Verfahren werden eingestellt, entweder wir erlassen noch ein Amnestiegesetz. Das bedeutet, auch vollstreckte Urteile werden rückgängig gemacht. Das heißt, auch die Nebenfolgen, wie zum Beispiel den Entzug der Fahrerlaubnis. Es gibt aber keine Entschädigung. Oder es gibt ein Rehabilitierungsgesetz, das bedeutet, nicht nur vollstreckte Urteile werden aufgehoben, sondern man bekommt auch eine Entschädigung. Ich kann euch sagen, Stand jetzt diskutieren wir darüber. Ich möchte euch aber auch sagen, dass ich glaube, dass ein Rehabilitierungsgesetz nicht mehrheitsfähig sein wird. Nur um das hier einmal auch ganz deutlich zu sagen, ich weiß, dass viele von euch diskriminierenden und auch traumatisierenden Umständen ausgesetzt sind. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das ausreicht im Vergleich quasi zu den anderen drei Beispielen, die ich gerade genannt habe, um tatsächlich auch eine staatliche Entschädigung einzufordern. Also das ist quasi meine ganz persönliche aktuelle Einschätzung, was ich glaube, aber mehrheitsfähig sein könnte. Man darf ja nie was versprechen, ist aber tatsächlich ein Amnestiegesetz. Und ja, in diesem Sinne habt ihr jetzt zumindest mal einen kurzen Überblick bekommen und eine kleine Einschätzung meinerseits und viel Spaß beim Diskutieren. Danke, vielleicht behältst du jetzt noch 5 Minuten, ein paar Nachfragen. Ich hätte jedenfalls ein paar Nachfragen. Thema Führerschein. Du hast gesagt, also wenn ein Führerschein entzogen wird im Rahmen eines Urteils irgendwie, der wird jetzt mit Cannabis-Straftaten zusammenhängt, dann wird das mit aufgehoben. Aber das ist ja eigentlich nicht der entscheidende Punkt, sondern die Leute verlieren den Führerschein, weil sie mit 2-3 Nanogramm rumgefahren sind und meinen, wir führen jetzt 5 Nanogramm als Grenzwert ein. Heißt es dann auch, dass dann auch die ganzen Leute, die unter 5 Nanogramm Führerschein verloren haben, den automatisch wiederkriegen? Oder ist das möglich zumindest, das so zu machen? Weil das ja quasi auch aufgrund von der Strafnorm ergeht, sowas. Und wenn wir das ändern, dann ist es durchaus möglich, dass man dann den Führerschein wiederbekommt. Ja. Okay. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sind dann ansonsten, du hast ja unsere Fragen gesehen, im Grunde möglich zumindest. Ja, da war ich mir gar nicht so sicher, ob alles, was wir da jetzt hingeschrieben haben, als unsere Forderungen, ob das überhaupt juristisch geht. Aber ja, interessant, es geht. Ja, wir können also jetzt hier fordern, irgendwie, dass alle alles zurückkriegen, vielleicht mit Datum ab 1.1. Naja, was nehmen wir, ja? Also
Vielleicht dasselbe Datum wie der Adenauer, weil er ist erst irgendwann 49 oder so. Sämtliche Strafen, die in der Zeit gezahlt worden sind, sämtliche Gefängnisjahre, die seitdem irgendwie aufgebrummt wurden, zig Millionen Fälle, können wir sagen, das soll alles entschädigt werden. Das kostet wahrscheinlich etliche Milliarden, aber das ist jetzt juristisch zumindest möglich. Das ist juristisch möglich. Ich kann es vielleicht auch noch mal vorlesen. Ich habe hier nämlich eine super Vorbereitung von unserer AG-Referentin im Rechtsbereich. Die hat eben geschrieben, also man kann negative Folgen einer Verurteilung wie Strafen und Maßregeln, also das heißt Entziehung der Fahrerlaubnis oder auch Berufsverbot, ist vielleicht für manche auch wichtig, Nebenstrafen wie das Fahrverbot, Nebenfolgen, zum Beispiel wie der Verlust der Amtsfähigkeit, also für alle, die verbeamtet sind, ist das vielleicht auch nochmal wichtig. Die Eintragung ins BZR, ausstehende Kosten des Strafverfahrens und gegebenenfalls auch außerstrafrechtliche Folgen einer Verurteilung ab einem bestimmten Stichtag faktisch ausschließen. Das heißt, man kann einmal einen kompletten Rundumschlag machen. Okay. Gut, und die Berufsverbote, gut, dass du nochmal ansprichst, die haben wir ja auch mit drin in den Fragen, ne, ob sämtliche Berufsverbote da aufgehoben werden sollen, die im Zusammenhang mit dann legalen Sachen irgendwie aufgetaucht sind. Das ist also auch möglich offensichtlich dann, hast du ja gerade erwähnt. Dann sind wir, glaube ich, relativ schnell fertig gleich mit unserer Fragerunde. Habt ihr noch irgendwelche Nachfragen zum Vortrag? Bin mal gespannt, ob gleich irgendwer dafür argumentiert, nicht zu rehabilitieren und nicht zu entschädigen. Ja, das wird interessant. Also, ja, hier. Hi, erstmal hier hinten in der Ecke. Okay. Geht wieder um die Patienten. Im Endeffekt würde ich jetzt gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt. Ich meine, gut, wir haben gestern gehört, dass das über die Legalisierung und etc. Entkriminalisierung, dass das jetzt nicht alles so relativ schnell geht. Aber auf der Seite des Bundestages steht, dass ich als Cannabispatient ein Auto führen darf, solange ich das sicher führen kann. Jetzt habe ich aber meinen Führerschein verloren und hätte ihn halt gerne wieder, ohne durch dieses ganze MPU-Chaos zu müssen, weil ich als Cannabispatient meinen Führerschein erst gemacht habe und der wurde vom Jobcenter gezahlt aufgrund der Therapieerfolge mit Cannabis. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das morgen zu machen oder gestern, dass ich meinen Führerschein wieder kriege? Ja, also gestern waren ja noch zwei aus dem Gesundheitsausschuss da und ich kann euch sagen, für alles, was Cannabis-Patientinnen und Patienten betrifft, ist auch der Gesundheitsausschuss zuständig und ich habe das gestern mal, ich muss ja auch immer zwischen den Zeilen lesen, so vernommen und das ist auch tatsächlich mein Wissensstand, dass man zwar mit der Legalisierung, mit dem riesen Gesetzesentwurf, den wir da am Ende haben, auch nochmal Verbesserungen im Bereich von Medizinalcannabis erzielen möchte. Es aber durchaus bewusst ist, dass das was ist, was schneller geht und was auch von der Legalisierung entkoppelt werden kann. Ich weiß. Das würde auf jeden Fall, und da muss ich die Hoffnung nehmen, auch nicht quasi mit so einem Fingerschnipsen gehen, sondern dafür braucht man wieder, schätze ich mal, das nachweisen kann, dass die mich in Ruhe lassen. Also im Endeffekt, so schwierig ist es ja jetzt nicht. Ich meine, es steht, wie gesagt, auf der Seite des Bundestages, dass ich es darf. Und ich darf es halt immer noch nicht. Und das verstehe ich halt nicht. Also ich glaube, es gab mal Überlegungen, ob man nicht auch sagt, dass man das quasi bundesrechtlich regelt, quasi nochmal extra gesetzliche Regelungen schafft, für das Fahren von Cannabis-PatientInnen, weil das, ihr habt ja im Zweifel auch einfach einen größeren Cannabis-Gehalt im Blut und seid trotzdem quasi fahrtüchtiger, also ne, als die Grenzwerte, die wir so grundsätzlich einführen. Deswegen glaube ich, muss es nochmal bundeseinheitliche gesetzliche Regelungen für den Fall dann geben. Und das, glaube ich, machen wir möglicherweise mit der Legalisierung, könnte man aber auch schon früher machen. Das Problem mit Weisungen ist halt immer, dass das die Ministerinnen und Minister nicht ganz so gerne machen. Und deswegen ist es einfacher, also von parlamentarischer Seite aus, es dann gesetzlich regeln zu wollen. Ja, glaube ich, würde ich auch nicht gerne. Also, genau, ich nehme das Thema gerne nochmal mit und frage den Dirk Heibenblut nochmal oder auch die Martina Stamm-Fiebig, die sind bei uns zum Beispiel für Patientenbelange zuständig. Da habe ich auch schon mit ihr drüber gesprochen, was es da noch für Verbesserungsbedarf gibt bei den Patientinnen und Patienten.
Und frag nochmal nach, ob man da nicht im Zweifel eine parlamentarische Initiative starten könnte, um da um eine Weisung zu bitten. Ich weiß zumindest von der FDP, dass die das immer ablehnen, weil sie halt sagen, man möchte halt eigentlich nicht eingreifen. Zwar ist man als Regierung Exekutive, aber man, das ist halt quasi eine sehr dünne quasi Gewaltenverschränkung. Deswegen sehen die das immer kritisch. Genau. Also warte mal, auf Mikro für die Aufzeichnung. Ja, auch gut. Liebe Frau Wegge, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, dass Sie nochmal da sind und eine Rückfrage zur spannenden Diskussion gestern Abend stellen. Und zwar hatten Sie von Möglichkeiten gesprochen, die man mit Blick auf das Problem EU-Recht gerade sieht oder bespricht und wollte da fragen, neben einem Verstoß, der ja wahrscheinlich zum Vertragsverletzungsverfahren führen würde, was diskutieren Sie da noch? Naja, also es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man so ein Vertragsverletzungsverfahren verhindern kann. Entweder man findet eine Mehrheit auf UN-Versammlungsebene, um das Einheitsabkommen zu ändern, was eher unwahrscheinlich ist. Oder man findet auf europäischer Ebene eine Mehrheit, um das Schengen-Abkommen zu ändern, was eher möglich ist. Oder man muss sich überlegen, wie können wir das quasi das Abkommen so lesen und so juristisch auslegen, dass wir da nicht in die Bedrulle kommen, beziehungsweise die Kommission im Zweifel sagen kann, na gut. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde lieber das Schengen-Abkommen ändern. Also das wäre der deutlich sauberere Weg. Wenn wir jetzt darüber sprechen, also wie könnten wir drumherum gehen, dann muss man sich halt das Abkommen anschauen und da steht drin, dass der Eigenkonsum erlaubt ist, dass die Entkriminalisierung erlaubt ist, aber weder der Handel noch der Verkauf. Niederlande ist auch ganz spannend, da ist der Verkauf ja eigentlich auch verboten, aber die dulden das halt einfach von Seiten der Behörden. Genau, die hat noch nie so große Probleme mit der Kommission. Genau, und das ist jetzt aber zum Beispiel was ich jetzt auch nicht so gut fände. Also ich finde, die Niederlande ist eigentlich ein Negativbeispiel. Da fällt der komplette Gesundheitsschutz weg und den wollen wir ja eigentlich haben. Und die organisierte Kriminalität in den Niederlanden ist auch schwierig. Was man zum Beispiel argumentieren könnte, wäre zu sagen, na ja, also wenn der Staat Eigenkonsum erlauben darf und zum Beispiel Eigenanbau, dann hat er ja auch aufgrund seines Auftrags quasi den Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, möglicherweise die Möglichkeit, staatlich anzubauen. Das wäre zum Beispiel, das kann man auch auf dem Verfassungsblog nachlesen, hat auch mal ein Jurist darüber geschrieben, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also die Verstaatlichung der Cannabisproduktion. Da geht es dann halt aber darum, was genau bedeutet Verstaatlichung und wie kann man die ausgestalten. Und es gibt sicherlich noch die ein oder andere juristische Möglichkeit, wie man drumherum geht. Aber ich kann euch sagen, meine präferierte Lösung wäre die Änderung des Schengen-Abkommens. Genau, und zumindest im Europaparlament, also im Parlament gibt es auch einen Kreis zur Cannabis-Legalisierung, der wird angeführt von einem sehr coolen Maltesen. Mit dem bin ich auf jeden Fall auch schon in Kontakt, weil auch in Europa, also im Parlament, als auch natürlich die europäischen Regierungen beobachten, sehr gespannt, was wir da so machen. Und im Zweifel haben wir möglicherweise auch im Europaparlament eine hauchdünne Mehrheit, um sowas hinzubekommen. Da braucht man aber natürlich den Willen dafür und genau, wir führen Gespräche, glaube ich, kann man sagen. Hallo, hier hinten, hier, ich wink mal. Ach, da. Hi. Kurze Frage, eher eine technische Frage zu der Gesetzgebung, beziehungsweise dem Rehabilitierungsgesetz. Das kann ja sicherlich auch zeitverschoben verabschiedet werden. Weil ich gehe auch davon aus, dass es jetzt momentan keine Mehrheit gibt im Bundestag, aber ich kann mir gut vorstellen, oder im Parlament, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das noch kommen wird, wenn diese, weil es gibt ja einen Grund, warum es jetzt wieder legalisiert wird, weil es einfach Schwachsinn war, sozusagen. Ne? Und dementsprechend sind ja auch alle Strafen Schwachsinn. So. Jetzt rückblickend betrachtet. Und dementsprechend ist natürlich als Cannabiskonsument beziehungsweise jemand, der Strafen gezahlt hat,
und vielleicht auch tatsächlich hier keinen Job machen darf in dem Bereich, wäre das natürlich eine schöne Sache. Vor allem auch mit dem Stichtag, dachte ich mir. Der Stichtag ist natürlich wahrscheinlich irgendwie 61 oder 71, als die UN-Konvention unterschrieben wurde oder so, wo das sozusagen angefangen hat. Also so in dem Dreh. Genau, technische Frage eher, ist es möglich, erst zu amnestieren und dann später nochmal zu rehabilitieren oder muss das ein Abwasch sein? Nee, das kann man schon machen. Ich teile aber die Einschätzung nicht, dass sich das irgendwann nochmal ändern wird. Also wenn man sich halt anschaut, wo wir rehabilitiert haben, dann waren das halt Menschen, die tatsächlich unter diktatorischen, grausamen Regimen gelitten haben. Und bei den Homosexuellen geht es halt einfach darum, das ist für eine sexuelle Orientierung, ja, da kann man halt einfach erstmal nichts für. Und deswegen quasi so bestraft zu werden, ist halt schwierig. Ich würde vielleicht einen Unterschied machen bei Menschen, die halt auf Cannabiskonsum angewiesen sind. Aber Leute, die das quasi zu Genusszwecken machen, ja, macht's. Okay, aber es ist halt einfach nicht das große Unrecht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn man sich freiwillig dafür entscheidet, eine Droge zu konsumieren, die eigentlich verboten ist, als wenn ich quasi wegen meiner Hautfarbe, wegen meiner Religion oder wegen meiner sexuellen Orientierung ins Gefängnis komme oder Folter ausgesetzt bin. Das möchte ich schon nochmal sagen und deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass es danach quasi da noch eine, also kann sein, niemals nie sagen, aber sehe ich noch nicht, dass sich da was ändern könnte, aber möglich wäre es, um die Frage zu beantworten. Ich wollte nur eine Frage stellen wegen dem Schengen-Abkommen. Wie lange würde das dauern, das Schengen-Abkommen zu ändern? Ja, das ist die spannende Frage, die ich mir auch mal stelle. Ja. Also man braucht dafür einen Ratsbeschluss. Und der Rat, der trifft sich relativ regelmäßig. Deswegen, wenn man dann mal so eine Entscheidungsvorlage hätte, dann könnte es schnell gehen. Vielleicht müsst ihr wissen, also die qualifizierte Mehrheit, man braucht eine qualifizierte Mehrheit dafür. Eine qualifizierte Mehrheit auf europäischer Ebene bedeutet 55% aller Mitgliedstaaten, die zusammen 65% der Bevölkerung der EU repräsentieren. Genau, also das ist schon mal eine gute Nachricht. Also man braucht quasi nicht 27 Ja-Stimmen. Nichtsdestotrotz ist das, wir haben das natürlich in verschiedenen Modellen schon mal durchgerechnet, mein Büro und ich, jetzt nicht so einfach. Also da gibt es so den einen oder anderen Staat, auf den wir angewiesen werden, wo wir halt nicht sicher sind, was wir denen dafür geben müssen, dass sie mit Ja stimmen. Genau, aber wenn man eine Entscheidungsvorlage hätte, die tatsächlich dann auch von der Kommission kommen muss, so wie ich das verstanden habe, dann könnte es relativ schnell gehen. Ja. Relativ. Es kommt dann darauf an, wie schnell dann die Kommission wieder arbeitet. Ja, aber man könnte es zumindest zeitlich noch schaffen. Ansonsten hätte ich schon aufgegeben, aber das habe ich noch nicht. Ja, noch eine Frage. Sie haben ja gerade gesagt, dass es irgendwie nicht so das große Ding sei mit dem Cannabis, dass es nicht das große Unrecht sei. Und also ich weiß nicht, ob Ihnen da die Kenntnis fehlt, aber viele Leute werden rassistisch diskriminiert über den Sonderweg der Cannabiskriminalität. Das heißt, Jugendliche, Kinder, also im heranwachsenden Alter und auch 20-Jährige, werden einfach aufgrund ihres Aussehens mit dem Vorwand, du kiffst, rausgezogen, kontrolliert, müssen sich vielleicht ausziehen und so weiter mit allen Repressionen. Und jetzt so pauschalisiert zu sagen, das ist aber jetzt nicht das große Unrecht, finde ich schwierig. Also ich persönlich sage nicht, dass es kein Unrecht ist, aber es gibt halt Wertigkeiten im Unrecht. So ist das genau auch in unseren Strafgesetzen. Da gibt es halt Geldbußen, da gibt es Freiheitsstrafen. Also es gibt halt einfach verschiedene Wertigkeiten von Unrecht. Und ich finde schon, dass man, das habe ich ja auch vorhin gesagt, bei einigen dazu kommen kann, dass man sagt, das Unrecht ist so groß, das müssen wir entschädigen. Aber halt eben nicht generell. Also es ist halt einfach meine persönliche Meinung und das, was Sie jetzt angesprochen haben, das Racial Profiling, die rassistischen Vorfälle, die verurteile ich zutiefst und das ist tatsächlich ein Problem, aber ich glaube, das ist ein Polizeiproblem und fällt hoffentlich weg mit der Legalisierung. Auch einer der Gründe, warum wir das wollen.
Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar für diese theoretische Überlegung der Rehabilitierung, Rückzahlung der Strafen und so weiter, gibt es da eine Berechnung, wie viel das ungefähr grob sein könnte? Habt ihr euch das mal überlegt, so grob überschlagen? Nee, das hätte jetzt aber auch keinen Einfluss, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht hat es Einfluss auf unsere Debatte, wenn wir jetzt wissen, okay, fordern wir da jetzt irgendwie 1 Milliarde oder 100 Milliarden. Ja, das ist natürlich relevant in dem Zusammenhang. Naja, die Frage ist natürlich immer, also wie hoch ist auch dann der Entschädigungsanspruch? Also wenn man, wenn es jetzt nur darum geht, dass man quasi die Strafen, die man gezahlt hat, zurückbekommt, die bekommt man ja sowieso zurück bei einem Amnestiegesetz. Bei Entschädigung geht es ja quasi um Geldzahlungen darüber hinaus. Und das entscheiden dann tatsächlich wieder die Gerichte. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, pauschal bekommt jetzt jeder, der pro Tag im Gefängnis war, 500 Euro oder so, sondern meines Wissens nach, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht zu 100% drauf festlegen, entscheiden das dann wieder die Gerichte, wie hoch das dann ist. Okay, also Geldstrafen werden auf jeden Fall zurückgezahlt, wenn eine Amnestie kommt, ja, auch ohne Rehabilitationsgesetz. Und also, soweit ich weiß schon, ja. Werden nicht erstattet. Das ist interessant. Genau, also es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen, also Entschädigung ist immer, also es wäre wie Schmerzensgeld. Ja, also das ist halt einfach darüber hinaus. Okay. Ja, ja, ich glaube, jetzt müssen wir langsam aufpassen, dass wir nicht überstrapazieren. Ja, die Familie wartet. Letzte Vorhin Frage, würde ich sagen. Aufgezählt wurde aber auch neben, also wurden ja, glaube ich, auch Berufsfolgen und Führerscheinfolgen, werden die dann auch entsprechend bei der Amnestie schon mit irgendwie in Geldwert verrechnet von einem Gericht? Und das dann, nee. Nee, also leider nicht. Also quasi Berufsverbote würden aufgehoben werden, wenn man das nicht, also man könnte in einem Amnestiegesetz auch einzelne Entschädigungen regeln. Also ihr könntet jetzt zum Beispiel auch fordern, okay, dadurch, dass jetzt jemand ein Berufsverbot bekommen hat, das ist halt besonders schwerwiegend, weil die Lebensgrundlage entzogen wird, soll der Staat eine Entschädigung in solchen Fällen zahlen. Und ich glaube, im Zweifel, wenn sich das gut anhört, dann kann man da auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren, dass man quasi einzelnen Umständen Rechnung trägt in so einem Amnestiegesetz und da quasi eine Entschädigung mitregelt. Was ich halt glaube, ist, dass es halt eine grundsätzliche Entschädigung für alle, die jemals wegen einem gewaltfreien Cannabis-Delikt verurteilt worden sind, nicht geben wird. Bei Berufsverbot kann man definitiv drüber diskutieren, ob das nicht so schwerwiegend ist, dass man sagt, okay, da braucht es eine Entschädigung. Könnte man da auch irgendeine Härtefallklausel oder sowas mit reinpacken, dass irgendwie noch geprüft wird? Man kann da und dort quasi, also eine Rehabilitierung leiht quasi. Klar, das deutsche Recht liebt Härtefallklauseln. Nee. Ist alles möglich. Also da muss ich mich als Juristin auch erstmal dran gewöhnen, dass man als Gesetzgeberin auf einmal tatsächlich einfach machen kann, was man will. genau. Wäre möglich. Ja. Gut, damit wollen wir gut sein lassen. Wir bedanken uns für die Verlängerung, für die Zugabe und schönen Gruß und vielen Dank auch ausgerichtet an die Familie, die uns hier ein bisschen Zeit abgegeben hat. Lecker Eis gewünscht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Frage der Berufsverbote, das würde mich mal als erstes interessieren. Kennt irgendwer von euch jemand, der ein Berufsverbot wegen Cannabis bekommen hat oder ist selbst davon betroffen? Wollt ihr mal beispielhaft erzählen, was für Storys das sind? Moment. Mikro. In dem Fall jetzt ist es auch wieder lustig, war eine Fortbildung, die das Amt finanziert hat im Sicherheitsgewerbe, die ich aufgrund von einer Bewährungsstrafe, in dem ich jetzt nicht arbeiten darf, aufgrund dieser halt. Sicherheitsbranche, okay. Ja. Mhm. Da musst du dann ein erweitertes Führungszeugnis abgeben, oder was? Normales Führungszeugnis, aber kommt das gleiche raus. Mhm. Okay. Ja, erzähl. Ja, also ich habe eine Krankenpflegeausbildung gemacht und stand quasi kurz vom Staatsexamen und bin dann eben aufgrund eines Cannabis-Delikts wegen 0,8 Gramm nicht mehr zugelassen worden und konnte dementsprechend auch meinen Beruf als Gesundheits- und Krankenpfleger dann nicht ausüben.
und ja, habe dann quasi als Pflegehelfer weitergearbeitet. War eigentlich quasi eine Fachkraft, aber bin halt nicht so bezahlt worden und hatte nicht die Möglichkeit, quasi das Examen abzulegen. Kranker Scheiß. Das heißt, die Angst, die die haben, dass du jetzt in den Medikamentenschrank greifst, war gar nicht so wichtig, weil wenn sie dich weiter haben arbeiten lassen, da nur mit weniger Kohle. Ist ja super. Okay, nächster Fall. Was haben wir noch für eine Story? Ja, während meiner Ausbildung zum Kinderpfleger habe ich auch ein Cannabis-Delikt gehabt und durfte dann nicht als Kinderpfleger arbeiten, obwohl ich die Ausbildung noch fertig machen durfte. Ja. Hm. Also Kinderpfleger ist genauso betroffen wie alle Pflegeberufe wahrscheinlich. Völliger Scheiß. Gut, okay. Also man sieht, es sind doch relativ viele Betroffene. Ja, also nicht so, dass das irgendwie einer von 1000 oder so, ne? Oder irgendwie wird, weiß ich, man kennt nur jemanden, der jemanden kennt oder so, irgendwas furchtbar Seltenes, sondern doch relativ viele Betroffene, relativ große Bereiche an Arbeits, wo viele Leute arbeiten, eben Pflege, Kinder, Ausbildung und so weiter, wo das überall eine Rolle spielt. Insofern sollte man das nicht vernachlässigen. Jetzt, ich meine, diese Fragen, die wir hier aufgeschrieben haben, ne, die sind natürlich so ein bisschen auch so drauf zugegruft irgendwie mit den Recherchen, die wir bis dahin hatten. Zeigt sich, okay, das ist jetzt zumindest, das geht alles so rechtlich, ja, wunderbar. Wollen wir das auch, ja? Also im Grunde könnte man ja sagen, klar, wir wollen natürlich alles, was da geht irgendwie. Ein bisschen kann ich auch verstehen, wenn die Politik da sagt, Leute, sämtliche Geldbußen seit Ludwig Erhard wegen Cannabis, ne, das ist uns zu blöd und zu teuer. Das scheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein, dass wir das durchsetzen, aber fordern können wir ja und wir müssen ja auch nicht alles durchsetzen am Ende. Ne? Wir werden auch nicht alles durchsetzen, was wir fordern, das ist eh klar. Ja? Also warum soll man da zurückstecken? Die Frage ist, ob das jetzt ganz schnell geht. Wir heimern die Fragen durch und alle sagen 100% ja, wir wollen das alles haben, weil das geht. Oder gibt es Stimmen, die sagen, ja, nee, das mit der Entschädigung zum Beispiel, wenn da eben alles, was irgendwie angefallen ist, entschädigt werden soll, dann wird das zu teuer, dann ist die Hürde zu hoch für die Politik, dann machen sie das am Ende vielleicht gar nicht. Gibt es hier irgendwen, der sagt, wir wollen nicht alles haben, wir wollen nicht auch die Kohle haben für die, die verurteilt wurden und so weiter? Will da irgendwer gegen argumentieren, dass man sagt, Rehabilitationsgesetz mit allem drum und dran? Ja? Warte, Mikro. Also grundsätzlich würde ich natürlich jedem sein Recht und auch die Entschädigung, gerade was so, was letztendlich auch den Schadensersatz angeht, zusprechen wollen. Aber wenn man sich das Ganze, sie hat ja eben gesagt, das Ganze müsste dann vor Gericht geregelt werden. Das heißt also im Zweifelsfall bedeutet das dann für jedes Verfahren, der dann halt irgendwie Schadensersatz haben will, muss nochmal ein gerichtliches Verfahren eröffnet werden. Würde ich natürlich, wie gesagt, jedem zugestehen, aber ich sehe das kritisch, weil das halt einfach dann wieder so eine unglaubliche Menge an Verfahren ist. Und da würde ich einfach sagen, dass man da vielleicht eher sagt, okay, gut, wir machen das praktisch, wir kriegen alle Geldstrafen zurück. Das geht wahrscheinlich dann auch nicht relativ unkompliziert. Und man kann natürlich immer diese schöne Härtefallklausel an. Also wenn wirklich jemand sagt, hey, ich fühle mich hier wirklich extrem benachteiligt, gerade so, wenn man hier in Richtung Cannabis-Patienten schaut, die theoretisch fahren dürften, aber dann doch den Führerschein und ne, da kann man immer sagen, okay, für die Leute, aber die meisten Leute wären doch einfach froh, wenn der Eintrag aus ihrem polizeilichen Führungszeugnis raus ist, wenn sie vielleicht sogar noch die Geldstrafe zurückbekommen und so einige kleine Sachen, aber letztendlich darum geht es doch jetzt erstmal und dass man in Zukunft auch nicht mehr für sowas belangt werden kann. Genau, wollen wir einfach wollen wir einfach Tabula Rasa machen und in eine bessere Zukunft starten oder wollen wir nachkarten und jeden Fall aufrollen bis zum Adenauer halt. Bitte. Oder? Wo ist das Mikro? Wer ist dran? Ich wollte dazu direkt was sagen. Und zwar sind ja bei diesen Strafen und Bußgeldern nicht die Strafen selber das Schlimme, sondern eigentlich der Nacheffekt bzw. die Nebenwirkungen eben von der Strafverfolgung. Selbst wenn man nicht kriminalisiert wurde, also letztendlich, dass es dann irgendwo drin steht, hat man ja trotzdem die ganzen Repressalien und Kontrollen und extra
Schuldzuweisung oder auch Diffamierung und Stigmatisierung ist, sitzt ja total drin in den Menschen. Und ich meine, man sagt nicht umsonst so ja paranoide Schizophrenie oder sonst was bei Cannabis, weil die Leute ja viel mehr auch so danach denken und so, oh mein Gott, ich könnte jederzeit irgendwie angehalten werden, ich könnte meinen Job verlieren, ich könnte meine Familie verlieren, weil ich meinen Führerschein verloren habe und dann mein Auto und dann die Wohnung und dann irgendwie die Bank und keine Ahnung, dann ist es ja so ein kompletter Kreislauf und viele, viele Existenzen, die dann dadurch gestört sind und nicht nur die Existenzen selber, sondern auch deren Familie und Angehörige und so weiter. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Ja, also ich finde letztendlich auch, dass man da als Handverband schon mit der Maximalforderung reingehen sollte, weil letztendlich ist es schon unser Interesse, dass alle entschädigt werden und ja, und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, also dass es irgendwie ja schon ein historisches Unrecht ist, weil ja die Gründe schon immer falsch waren, warum es dieses Verbot gab und dass jetzt eigentlich auch nicht nur alles neue Erkenntnisse sind und deswegen, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Voraussetzung für diese Rehabilitation, dass man sagt, das ist ein historisches Unrecht und das würde ich schon bejahen. Andererseits stimme ich dem auch zu, es gibt natürlich die schweren Schicksale, aber es gibt auch Leute, die haben ihre Geldstrafe bezahlt und dann war auch gut. Ja? Und ich glaube, für die reicht das auch dann aus, wenn sie ihre Geldstrafe zurückbekommen. Also ich wäre dafür letztendlich, dass man mit der Maximalforderung reingeht. Die wird man nicht durchsetzen können, aber dass man dann vielleicht auch dann nochmal vielleicht Schicksale aufzeigt und auch dann für eine entsprechende Härtefall Regelungen für die wirklich schweren Fälle mit Berufsverboten, mit auch wirklich lebenslangen Nachteilen, dass es da eine Härtefallregelung für gibt, auf jeden Fall. Mhm. Sonst noch irgendeine Meinung dazu? Wie sieht das hier aus? Kriegen wir das hier hin, das irgendwas dahin zu beamen vom Computer aus? Aber in meiner ersten Session heute war das ein Problem. Ich würde sagen, vielleicht rufen wir mal auf der Kanoko-Seite die Session auf hier und gucken mal in die Eckpunkte, was bis jetzt da so steht. Von wegen Handverband sollte das so und so machen. Ne? Gucken wir mal, wie es bis jetzt so ist. Und dann gucken wir uns mal die Fragen an. Ja, wenn das geht. Also die Seite der Session, ja genau, cannabisnormal.de und dann halt Sessions und die, wo wir jetzt gerade drin sind. Dass wir die Eckpunkte uns nochmal angucken können, was jetzt da drin steht. Bei den Fragen, dann mache ich das so lange mal. Wir haben keine Frage dabei, ob überhaupt eine Amnestie angestrebt wird. Das haben wir extra nicht gemacht, weil wir da von 100% Zustimmung ausgegangen sind. Ja, das war überhaupt manchmal das Problem, irgendwie, wenn wir uns Fragen überlegt haben, dass die Forderungen, wo wir gesagt haben, so eindeutig für die Szene sein dürften, ja, für alle Handfreunde, dass das gar keinen Sinn macht, euch das zu fragen. Ja, das wäre irgendwie Blödsinn. Und so haben wir das bei der Amnestie an sich, ja, nein, irgendwie, wollen wir da überhaupt ran, auch gedacht. Ne, haben gesagt, das ist Quatsch, das irgendwie zu machen. Oh, das ist ja sehr klein jetzt hier, ne? Sieht man da irgendwas? Könnt ihr das lesen jetzt oder überhaupt? Okay, geht's noch größer. Sehen Sie mal vor, da steht bei uns in Eckpunkten, alle Menschen, gegen die ein Strafverfahren ausschließlich wegen Besitz, Anbau, Handel etc. von Cannabis geführt wurde und die sich sonst nichts weiter zu Schulden haben kommen lassen, keine Gewalt und so weiter, müssen vollständig rehabilitiert werden. Einträge in behördlichen Akten und Computern sind zu löschen, noch offene Gefängnisstrafen sind zu erlassen, Berufsverbote aufzuheben. Alle, die solche Nachteile durch die Prohibition hatten und deren Handeln nach der Legalisierung legal wäre, müssen von dieser Amnestie erfasst werden. Zum Führerschein, auch hier gilt das Prinzip der Amnestie. Wer vor Inkrafttreten der neuen Regelungen seinen Führerschein wegen einer Fahrt mit unter 5 Nanogramm verloren hat, erhält die Fahrerlaubnis zurück. 5 Nanogramm, weil das eben auch in Eckpunkten woanders irgendwo steht, je nachdem, was dabei rauskommt. Also wir haben das schon weitgehend da drin. Mir sind jetzt noch mal so ein paar Begrifflichkeiten noch ein bisschen klarer geworden zwischen Rehabilitation und Amnestie. Ne? Also Amnestie eben nicht mit voller Geldbörse sozusagen, Rehabilitation mit allem Schnickschnack, mit Geld zurück für Gefängnis und so weiter. Wenn ich uns jetzt richtig verstehe, hier ist das schon ganz gut, was da steht. Weil es steht eben dabei, vollständig rehabilitiert, was eben die ganzen Entschädigungen mit beinhaltet. Gehen wir trotzdem noch mal in die Fragen rein jetzt.
Oder können wir mal runterscrollen. Na, da kennt man sowieso nichts, habt ihr gesagt. Also Saido. Du sagst Bescheid, wenn irgendwie nichts mehr passiert. Das. Okay, wunderbar. Und? Was kommt raus? Jawohl. Das habe ich mir irgendwie gedacht. So, jetzt die Frage, in was für Fällen? Da sind wir noch ganz gut aufgestellt, muss ich sagen, was hier die ganze Fragerei angeht. Passt prima in das, was Kamenbege da gerade vorgetragen hat. Also falls ja, haben wir da stehen, kannst du auch gleich öffnen, gerne die Frage. In welchen Fällen? Verurteilung, einfach nur, wenn man eben den Stempel auf der Stirn hat als Straftäter, dass man vom Staat dann nicht dafür, wie viel das ist natürlich dann die andere Frage, da haben wir jetzt nicht nachgefragt, das machen wir auch nicht, ja. Ob das jetzt 100 Euro wert ist, dass man eine Verurteilung hatte oder 1000, ja, das könnte man immer noch klären, aber will man überhaupt einfach nur für die Verurteilung, egal Geldstrafe oder nicht oder ob man im Gefängnis war, einfach für die Stigmatisierung haben? Multiple Choice ist möglich, ja, das setze ich jetzt mal voraus. Wie ist das mit Freiheitsentzug? Das ist natürlich teuer. Ne? Das kommt eine Stadt richtig teuer zu stehen, jeden Tag Gefängnis irgendwie zu erstatten, psychische Klinik, Prozesskosten, Geldstrafen. Die Geldstrafen sind sowieso gegeben. Ja, das haben wir ja eben gehört. An dem Punkt haben wir doch einen kleinen Fehler in der Frage. Geldstrafen sind sowieso dabei, können wir ankreuzen. Ja? Bezieht sich das dann auf alle Erwachsenen oder auch auf die Jugendlichen? Weil davon gibt es ja noch viel mehr. Also die haben natürlich keine Gefängnisstrafen oder so, aber die haben ja... Also das sehe ich nicht so, dass mehr Jugendliche verurteilt worden sind als Erwachsene. Das denke ich mal, ist nicht so. Aber ich denke auch, dass das für alle gilt. Ja, ich meine, das gilt ja dann auch für einen Haufen Leute, die jugendlich waren, kurz nach Adenauer und jetzt Oma und Opa sind. Ne? Also ja, für alle, denke ich mal. Ne? Prozesskosten, Geldstrafen, Berufsverbote. Berufsverbot kann auch richtig teuer werden. Ne? Wie hier das Beispiel, ne? Er verdient einfach weniger wegen dieser Verurteilung. Das ist ja ganz klar, in Geld auszurechnen. Über Jahre summiert sich das. Gut, so, wie sieht das aus? Schon wieder alle dabei? Berufsverbote ganz oben, guck an, ja. Okay. Müssen wir wirklich mal, vielleicht rechnet uns der Hauptkap das mal aus, wie teuer das wird, was wir da fordern. Nächste Frage. Verurteilung, kannst du das Ergebnis nochmal zeigen, die andere Frage? War nochmal eine Nachfrage hier, Verurteilung. Jo, da kommt noch was, ja. Guter Hinweis, ja. So, also nächste Frage. Ja, das ist ja auch eigentlich eine klare Sache. Ja. Sollen grundsätzlich alle erteilten Berufs- und Ausbildungsverbote wegen Cannabiskonsum aufgehoben werden und auch zukünftig nicht mehr erteilt werden dürfen? Da steckt natürlich sowas dahinter wie Sicherheitsbranche zum Beispiel, ja, oder auch schwere Maschinen bewegen oder so, wo ja auch dann teilweise Leute nicht eingestellt werden, die Cannabis konsumieren, weil dann irgendwie die Angst besteht, dass die dann irgendwie Mist bauen mit den Containern am Hafen, wenn der Kranführer irgendwie noch vom Tag vorher so ein bisschen beduselt ist oder so, so stellen die sich das ja vor. Solche Art Berufsverbote, das frage ich mal kurz in die Runde. Könnt ihr euch vorstellen, dass es nach der Legalisierung irgendeinen Beruf gibt, wo man abgelehnt wird, wo man rausgeworfen wird, wenn man Cannabis konsumiert? Kann es das nach der Legalisierung noch geben? Was für ein Beruf könnte das sein? Eventuell die Polizei selbst. Wegen Vorbild? Tatsächlich in... Waffenträger, ja, sicherlich ein Argument irgendwie. Wobei da mit der Polizei, kurze Anekdote, ich halte das ja für völlig absurd, ja, wenn das legal ist. Warum sollten die dann Cannabis nicht konsumieren dürfen, genauso wie Alkohol? Aber tatsächlich in Rhode Island, wo gerade die Legalisierung kommt, hat irgendein oberster Polizeiführer genau das
vorgeschlagen, dass es doch bitte so sein soll, dass die Polizisten selber die eigenen Leute nicht konsumieren dürfen, die dann weiter bestraft werden als Polizisten. Also das fand ich komplett schräg. Aber gut, Bernd? Ja, ich würde jetzt nicht irgendwie eine ganze Berufsgruppe sozusagen davon ausschließen, aber man sollte natürlich schon zusehen, dass man bei Berufen, in denen das irgendwie sicherheitsrelevant ist, was weiß ich, Piloten, Kraftfahrer und so weiter, dass man da schon engmaschig sozusagen kontrolliert, dass sie diesen Beruf nicht unter irgendeinem Einfluss ausüben. So. Aber ganze Berufsgruppen sehe ich da eben auch nicht. Und da ist auch nichts dagegen, wenn der Pilot Urlaub hat und dann irgendwie 2 Tage vorher was raucht oder so. Bei Piloten ist das schon der Fall. Die müssen relativ häufig Drogentests machen, soweit ich weiß. Gut, was ja nicht heißt, dass das so bleiben muss. Ne? Also natürlich sollen die irgendwie nüchtern fliegen, ja, das ist ja logisch. Ne? Aber die Frage ist, dürfen die 2-3 Tage vorher irgendwie was kiffen oder nicht? Was nein? Widerspruch? Erzähl. Ist nichts, was hier geregelt wird, sondern von der FAA. Und die können dann sagen, was sie wollen. Die Flight Administration Authority? Also es gibt eine übergreifende Organisation. Das die Regelung für Piloten und auch für Flugzeuge international macht, für jedes Land. Das ist ein wichtiger Hinweis, dass ja gar nicht staatlich die ganzen Sachen da passieren. Auch nicht der Kranführer am Hamburger Hafen steht auch in keinem Gesetz, dass er das nicht darf, sondern das ist halt, das steht im Arbeitsvertrag drin, den der Hamburger Hafen da den Leuten gibt. Ja, trotzdem können wir mal gucken, was wir davon halten. Ja, vielleicht war Pilot jetzt auch einfach ein schlechtes Beispiel, weil es ja, wie gesagt, diese Regelungen schon gibt. Ich meinte jetzt nur alle möglichen Berufe, in denen es tatsächlich auch sicherheitsrelevant ist, indem man auch mit schweren Maschinen umgeht und die Sache mit den Waffenträgern und so auch. Und da sollte man sich natürlich schon überlegen, wie man dann auch Grenzwerte anlegt. Da sind wir jetzt auch wieder bei der Diskussion, die wir vorhin auch beim Führerschein schon hatten. Und ob man den Grenzwert dann ja niedriger anlegt, als jetzt irgendwie eine nennenswerte Berauschung noch festzustellen wäre oder so. Also bin ich mir auch nicht drüber schlüssig. Ja, oder bei der Null-THC-Grenze könnte man auch ganz, wenn man ganz hart ist, dann ansetzen. Aber trotzdem eben die Leute konsumieren lassen am Anfang vom Urlaub oder was. Ne? Sonst noch irgendwelche Hinweise zum Thema Berufsverbote? Ja. Ja, also weil das vorhin mit Thema Sicherheit und Waffen genannt wurde, möchte ich ein interessantes Beispiel nennen, was mir da noch im Kopf rumschwirrt. Es gab einen Cannabis-Patienten, der einen Jägerschein gemacht hat. Das war, glaube ich, ein Jahr nach dem Gesetz 2017. Und da hat tatsächlich per richterlicher Entscheidung der Richter beschlossen, dass er eben kein Jäger sein darf, weil die langfristigen Folgen vom Cannabiskonsum möglicherweise nicht einschätzbar sind in Bezug auf den Waffenbesitz. Da gibt es unterschiedliche Urteile zu der ganzen Waffenbesitzfrage. Ja, alles gesagt dazu. Gehen wir jetzt zur Frage nochmal rein. Sollten grundsätzlich alle erteilten Berufs- und Ausbildungsverbote wegen nicht missbräuchlichem Cannabiskonsum nicht missbräuchlich? Ne? Steht da schon an? Ah, die anderen zumachen, okay. So, sollten die aufgehoben werden, nicht mehr erteilt werden dürfen? Wer da jetzt Ja sagt, sagt irgendwie grundsätzlich jede Berufsgruppe sollte Cannabis konsumieren dürfen. Natürlich entsprechend mit Tests bei relevanten Berufsgruppen. Wenn ihr Nein sagt, heißt das, ihr seid schon dafür, dass bestimmte Berufsgruppen Cannabis grundsätzlich nicht konsumieren dürfen sollten, welche auch immer das dann sind. Jetzt bin ich auch gespannt, ob wir da ein 100% Ergebnis haben oder nicht. Na doch, immerhin. 11% können sich vorstellen, da weitere Einschränkungen zu haben. Okay. Trotzdem stabile Mehrheit. Nummer 4. Das ist jetzt mal andersrum die Frage gestellt, ja, wo eigentlich im Grunde das umgekehrte Ergebnis von der ersten Frage sein dürfte.
Reicht es euch, wenn im Rahmen der Amnestie wie in den USA Akten gelöscht, versiegelt werden? Oder ist es euch wichtig, darüber hinaus auch finanzielle Entschädigungen einzufordern? Immerhin 41%, die sagen, ja komm, lass gut sein. Das finde ich interessant, da hätte ich auch so nicht erwartet. Müssen wir nochmal jetzt logisch nochmal querdenken, ob das irgendwie zu dem anderen Ergebnis passt überhaupt, ne? Wo wir gesagt haben, ja, wir wollen schon die ganze Entschädigerei haben. Wenn jetzt doch 41% sagen, ja komm, eigentlich reicht mir das, ne? Lass gut sein. Erstmal mit Maximalforderungen rein und dann, wenn die sagen, ja, nee, so geht ja nicht, wahrscheinlich ja, ich die meine, FDP. Im Grunde, und dann halt als Option B. Was die Forderung angeht, spielen wir ja auch ein bisschen, ne, und sagen, ja, komm, wir fordern jetzt mal das große Ding irgendwie. Und das ist aber irgendwie ziemlich wahrscheinlich klar, irgendwie, dass wir jetzt nicht die Entschädigung seit Adenauer kriegen und so mit dem ersten Gefängnistag an für 100 Euro pro Tag oder so. Ne, das wird es wohl kaum geben. Trotzdem macht es Sinn für uns, ja, weil das ist eine Schädigung und so weiter, das kann man mal fordern, aber so das Ergebnis hier zeigt, das wird keine Revolution werden, wenn das jetzt nicht so kommt, sag ich mal, würde ich mal so interpretieren. Und der letzte Punkt, wie wichtig ist die Entschuldigung? Ja, das ist nochmal eher so eine philosophische Angelegenheit, die tatsächlich auch in den sozialen Netzwerken immer mal wieder kommt. Ja? Wenn da irgendwie Leute sich beschweren, wenn Politiker wie Wegge hier und so von Legalisierung sprechen und dass es dann irgendwann besser wird, dass es ja eine Unverschämtheit wäre, dass die sich nicht andauernd entschuldigen. Andererseits, ja, wer irgendwie das mal erlebt hat, in die Mühlen der Gesetze da reinzukommen, der Polizei und so weiter, und da wirklich traumatisiert ist von irgendeiner Krankenhausdurchsuchung oder irgend so ein Mist, der hätte schon ganz gerne mal eine Entschuldigung, weil er eben kein Unrecht begangen hat. Von daher, was würde ich... Nur kurz als Ja, Meldungen dazu, gerne. Ja, das haben wir nicht diskutiert, den Punkt. Von daher, erzählt mal hier. Ja. Ich wollte noch kurz was sagen, und zwar, ich hätte ganz gerne Entschuldigung vom Brauereiverband für die vergangenen Gängelungen durch unsere Bundesdrogenbeauftragten, die da immer klug installiert worden sind. Darf man dazu sagen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube ja auch nicht dran, aber... Ja, ist die Frage, ob wir es lauter, ja, ob wir lauter einzelne Punkte aufschreiben, von wem wir alles wofür eine Entschuldigung verlangen. Ja, vom Brauereiverband wegen der Drogenbeauftragten und ja, wir weiter sammeln hier erstmal. Noch irgendwelche Vorschläge oder Meinungen zum Thema Entschuldigung? Nicht der Fall. Okay, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Einfach, ne, wem wäre das wirklich wichtig, wenn mal irgendein offizieller Scholz oder Lauterbach oder wenigstens Blinert sagen würde, Leute, ja, wir entschuldigen uns, obwohl die ja persönlich gar nichts damit zu tun haben, für das begangene Unrecht. Lasst mal gucken. Na doch, sehr viel. Okay, guck an. Mhm. Das ist ein neuer Punkt. In den Eckpunkten wäre das dann tatsächlich, ob wir da jetzt noch mit reinschreiben. Im Übrigen verlangen wir eine Entschuldigung. Wäre schön. Ich weiß noch nicht, an welcher Stelle der Anhörung ich das dann einbringe. Aber ja, werde ich dann tun wahrscheinlich. Ne? Also das einfach mal, um die Stimmung rüberzubringen, nochmal an irgendeiner Stelle, wo es darum geht, dass Leute halt wirklich ernsthaft irgendwie sich verfolgt fühlen. Ja, das ist ja der Punkt, den die dann noch gar nicht so kapiert haben. Ne? Auch im Zusammenhang mit der Frage der Entkriminalisierung, wo die einfach weitermachen mit dem ganzen Theater, mit 100.000 Strafverfahren und sagen, ja gut, wird ja am Ende sowieso eingestellt, ne? Oder gibt ja eine Amnestie, stellt euch nicht so an. Aber einfach da in diese Mühlen reinzukommen, wie scheiße sich das anfühlt irgendwie, das wird halt doch deutlich unterschätzt. Ne? Und eben damit kann ich da zum Beispiel das begründen und sagen, hier, guckt euch das mal an. Ne? Selbst wenn das alles geregelt ist, die Leute fühlen sich dermaßen irgendwie unterdrückt und gegängelt irgendwie. Die hätten auch gerne mal eine Entschuldigung von euch da. Gut, sind wir durch mit den Fragen soweit und tatsächlich früher fertig. Habe ich mir fast gedacht, ja, ich war schon ganz froh, dass Wegge noch ein bisschen hier war und noch ein bisschen allgemein Fragen beantwortet hat. Unabhängig davon, dass es natürlich so cool war, dass er nochmal da war, ja, als einzige von denen. Aber es sind auch noch Mitarbeiter hier von Abgeordneten unterwegs, inkognito, die weiter zuhören. So, was machen wir jetzt mit der Zeit? Wir haben jetzt noch 25 Minuten. Ich glaube, das Amnestie-Thema haben wir tatsächlich ausgelutscht. Ich hatte noch
versucht, jemanden zu kriegen wegen der internationalen Verträge. Genau in so einem Panel hier, wo sowieso, naja, mit unseren Fragen, die wir da haben, ne, kann man mal fragen, wo das nicht so entscheidend ist, jetzt was diesen ganzen Gesetzgebungsprozess angeht, wie manche anderen Panels. Ne? Wie ist das mit den Produkten, was darf da verkauft werden, wie ist das mit THC-Obergrenze und so. Das sind natürlich jetzt im engeren Sinne die Sachen, die da gerade wirklich wild diskutiert werden und die entschieden werden eben auch. Und internationale Verträge, das ist halt ein Thema, wo es nichts zum Abstimmen gibt. Das können wir jetzt einfach hier abstimmen, ja, von wegen, wir würden jetzt gerne die internationalen Verträge abschaffen. So, ne, das ist Blödsinn. Oder wir würden damit gerne so und so umgehen oder so. Ja, das können wir noch machen, dass man sagt, okay, jetzt eher der kanadische Weg, jetzt einfach ignorieren die internationalen Verträge oder eher Bolivien, das alles ganz korrekt durchziehen mit erst beantragen, dass die Substanz rausgenommen wird, dann austreten aus den internationalen Verträgen, wieder eintreten, damit Ausnahme für die Substanz, also Bolivien hat das eben mit Coca-Blättern so gemacht, ganz korrekt vorgespielt, wie man das anständig macht und die internationalen Verträge respektiert. Oder sag mal einfach, ja komm, lass das sein. Aber sonst, na gut, das wäre noch ein interessantes Meinungsbild. Oder machen. Habt ihr Bock da auf die Abstimmung? Sollen wir die Abstimmung machen? Ja, ich wollte da einmal sagen, manchmal hat man ja auch gar nicht die Möglichkeit bei den internationalen Verträgen. Ich glaube, gerade bei dem Schengen-Abkommen, da wieder rein und raus. Ich habe nur von den UN-Verträgen geredet, Schengen. Da klappt das ja, glaube ich, gar nicht so richtig. Und Schengen kann man damit nicht töten. Das ist ja der Grund, wieso jetzt Wege im Prinzip umgeschwenkt ist und ne, ursprünglich gesagt hat, ja, das Datum wäre schon gut, wenn wir das jetzt bis Juni, Ende Juni schon machen würden. Und jetzt aber eben auch sieht, ja, okay, das ist gar nicht die Lösung. Ja. Wir müssen das sowieso in der EU irgendwie erstmal auf die Reihe kriegen. Und das ist das kleinere Problem mit den UN-Verträgen. Trotzdem ist das ja ein Thema. Ne? Also auch da muss man irgendwie mit umgehen irgendwann und sich die Frage stellen, ignorieren wir das, holen wir uns den blauen Brief ab vom INCB, da International Narcotic Control Board, bla bla, irgendwie von der UN, die eben den blauen Brief schreiben und sagen, du, das dürft ihr aber nicht. So war das eben in Kanada und Uruguay und ansonsten keinerlei weiteren Folgen. Ja, das ist auch relativ entspannt. Trotzdem, wir sind eine Missachtung von internationalen Verträgen, da muss man eben auch sehen. Ne? Dann wollen wir ja von anderen auch nicht, die meinetwegen sich nicht an Atomwaffenkontrolle halten oder so. Bitte? Mikro kommt. Bei der Frage, die da steht, ich wollte nur fragen, ob internationale Verträge dann die UN-Verträge meint oder die Europa. Ja, genau. Schreib mal UN-Verträge. Okay. Im Fall mit den internationalen UN-Verträgen, ja, also Vereinte Nationen, darum geht es nicht die EU-Geschichte. Also Georg, ich habe kurz eine Anmerkung dazu. Hier drüben bin ich. Fast. Okay. Und zwar habe ich in einem Podcast von diesem Lito, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesem Cannabis-Rechtsanwalt, gehört, dass wenn wir quasi eine Maximalmenge festlegen, dass wir dann gar nicht den Handel komplett freigeben würden, sondern dass das dann immer noch unter diese Regulation fallen würde und wir somit gar nicht aus diesen internationalen Verträgen unbedingt raus müssten. Also ja, netter Versuch, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass die blaue Briefschreiber das irgendwie so auch so sehen. Ich dachte auch, dass das mit dem freien Verkauf, dass wir da rumkommen, wenn wir sagen, wir machen einen lizenzierten Verkauf, keinen freien Verkauf. Der freie Verkauf wäre verboten. Lizenzierter Verkauf könnte man durchbringen, habe ich gehört. Vielleicht ja, es gibt alle möglichen Spekulationen. Ja. Es gibt auch Spekulationen, dass das gar nicht stimmt, dass die Vereinten Nationen die Verträge den legalen Verkauf von Cannabis verbieten. Aber das ist halt herrschende Meinung. Ja, da kann man drin rumphilosophieren und sagen, ja, nur der verbotene Verkauf ist verboten oder so. Ne? Das steht doch da und da in der und der Zeile. Aber wenn alle anderen Juristen sagen, ja, das ist Quatsch, das ist verboten, das ist ein Verstoß, na, dann ist das halt so oder machst du nichts. Insofern kommt dann der blaue Brief und die anderen halten das für einen Verstoß. Egal, ob jetzt da einzelne Rechtsphilosophen sagen, das kann man aber anders da reinfriemeln. Ja, ich glaube, was er gesagt hat, ist schon eben nochmal ein Unterschied sozusagen, ob ich einen freien Markt habe sozusagen, wo jeder kaufen und vielleicht auch wieder abgeben kann an weitere, oder ob zum Beispiel nur deutsche Bundesbürger kaufen dürfen und das auch nicht abgeben dürfen und auch generell keinen sozusagen nicht wieder in den Verkehr bringen dürfen sozusagen. Also ich glaube, das könnte schon nochmal ein Unterschied sein. Ob das dann ausreicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich glaube, dass das eher ein Thema sein wird, was uns bei den EU-Sachen
einholen wird. Ja, wir hatten heute Morgen die Diskussion über die Höchstmengen insgesamt und wollen die nicht haben, ja, und sagen, okay, jeder soll so viel kaufen und verkaufen und rumschleppen dürfen und zu Hause haben dürfen, wie er will. Ne, soll nicht sofort auf Handel geschlossen werden, soll legal sein. Aber das könnte tatsächlich an den EU-Geschichten scheitern. Weil Kamberger hat ja gesagt, ne, letztendlich wird die EU-Kommission dann so den ersten Schritt entscheiden, ja gut, die Regeln, die da aufgestellt haben, was die sich da überlegt haben, lassen wir sie laufen oder lassen wir sie nicht laufen. Ne? So. Und dann auch die Frage, beschweren sich die Nachbarn, beschweren die sich nicht? Und dann könnte es eben sein, dass die sagen, okay, wir verkaufen nur 10 Gramm, die Leute dürfen nur 10 Gramm mit sich rumschleppen. Und dann ist eben auch der Impact für die anderen Länder, wenn die dann eben mal alle schnell über die Grenze fahren, was holen und zurückschleppen, nicht so groß. Dann ist nicht zu erwarten, dass da jetzt irgendwie alle Leute die Kilos in die Nachbarländer reinschleppen und da dann irgendwie weiterverkaufen. Ne? Und damit kann man die Sache ein bisschen beruhigen. Aber ich glaube, für die internationalen, also für die UN-Verträge, ich persönlich denke nicht, dass das funktioniert, dass man da sagt, okay, wir verkaufen ja nur 10 Gramm, von daher ist das gar nicht so richtig legal. Also kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht liege ich auch falsch, ich bin ja kein Jurist, aber das, so was ich höre an irgendwie herrschender Meinung, geht in eine andere Richtung. Von daher, das wären schon die Standardsachen, vielleicht können wir das, oh, ist schon fertig, okay, ignorieren, guck an, ja. Wobei, ändern, kündigen, ist das ist ungefähr halbe, ne? Das ist mehr als 50%, beides zusammen. Kündigen und wieder Einträge. Gut, kündigen wäre natürlich super radikal, ja. Ich weiß, da haben wir gar nicht so drüber gesprochen. Wenn man das jetzt so mit dem Wording macht, dann wäre das eben nicht der bolivische Weg, ne? Nämlich rausgehen, wieder reingehen mit der Ausnahme für Coca-Blätter oder Cannabis, sondern draußen bleiben. Das würde natürlich auch das Verbot sämtlicher anderen Drogen betreffen. Und wäre sicherlich ein Aufschrei in der internationalen Gemeinschaft, von wegen Deutschland beteiligt sich nicht mehr an der Unterdrückung von Heroin und Fentanyl und was weiß ich. Dann wären wir sofort auf der schwarzen Liste der USA, ne, und würden keine Entwicklungshilfe mehr von denen kriegen. Vielleicht würden die unseren Präsidenten stürzen oder so. Also es gibt nicht viele Länder, die das nicht unterschrieben haben, ne, die da komplett raus sind. Ich nehme Nordkorea, nehme ich mal an. Also da wäre man schon irgendwie in komischer Gesellschaft, sag ich mal, wenn wir das irgendwie komplett jetzt irgendwie sausen lassen, obwohl mir das sympathisch wäre. Ist auf jeden Fall ein interessantes Meinungsbild. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle so gemeint habt, ja, die auf Kündigen geklickt haben, aber kann man machen, ja, warum nicht? Weil wir kriegen eh keine Entwicklungshilfe von USA, ne? Von daher ist das... Ich habe noch eine Frage, weil... hier vorne gerade von deutschen Bundesbürgern gesprochen hat, kann es denn passieren, dass Touristen Verkaufsverbot haben werden können? Also ist es, oder Einkaufsverbot, ja, genau. Das wäre natürlich auch, wie ich eben sagte, ne, für die EU-Länder, die Nachbarländer so, dass man dann damit hingehen könnte und sagen könnte, ja, hier, guck, das ist eine Insellösung, wir machen das für unsere Leute, ja, eure sind nicht betroffen, die kriegen sowieso nichts, die werden da nicht süchtig in Deutschland und die bringen auch nicht, jetzt machst du Gras aus Deutschland nach Hause. Aber andererseits ist das auch schwierig juristisch. Die Holländer haben das ja probiert mit ihrem Weedpass, nur für Holländer die Coffeeshops zu öffnen und sind da juristisch auch dran gescheitert, weil das ja wiederum auch dem EU-Recht widerspricht, da die EU-Bürger unterschiedlich zu behandeln, in dem, was man für Rechte einräumt. Das wird also wahrscheinlich auch nicht gehen. Wäre das dann theoretisch der richtige Weg, wenn man halt ankündigen würde, dass die Verträge für einen nicht mehr gültig sind und dass man sich dann halt jetzt schnell dazu durchringen wird, die alle nach und nach abzuändern? Oder wie wäre das dann politisch am saubersten? Wahrscheinlich, oder? Ja, kannst du das noch mal ein bisschen lauter sagen? Wenn man halt sagt, ja, wir werden halt eben die Maßnahmen jetzt erstmal ignorieren und werden halt uns dann schnell dran geben, dann auch die entsprechenden Verträge abzuändern. Wäre doch noch eigentlich am saubersten, oder? Abändern ist natürlich das Allerbeste, oh, ja, das Superkorrekte, aber völlig Unrealistische. Also im Grunde kommt zu diesem bolivianischen Weg, ne, dieser korrekte, der fängt an mit einem Antrag auf Änderung der internationalen Verträge, nämlich Substanz XY rauszunehmen, einfach aus dem ganzen Kontrollregime. Na, da gibt es ja auch so Listen wie bei unserem Betäubungsmittelgesetz, was da jetzt alles dieser Kontrolle unterliegen soll und was nicht und wie stark.
Und das wäre natürlich das Sauberste zu sagen, komm, lass Cannabis einfach rausnehmen. Und die Diskussion läuft jetzt seit 20 Jahren ungefähr. Ja, das wird immer mal wieder vorgeschlagen. Er ist so im NGO-Bereich, ja, bis der erste Staat hat überhaupt mal befürwortet, dauert das schon ewig. Bei Medizin hat es ja jetzt tatsächlich geklappt, ne, dass jetzt in diesen Verträgen anerkannt wurde, Cannabis hat eine medizinische Wirkung und medizinisches Cannabis unterliegt eben nicht mehr dieser Kontrolle. Das zeigt aber auch, wie viel zu langsam und zäh diese ganzen Prozesse sind, weil Cannabis als Medizin war ja schon in etlichen Ländern verbreitet, auch in Deutschland. Da hat Deutschland auch die internationalen Verträge offensichtlich ignoriert, wenn erst danach irgendwie diese Änderung kommt. Aber das dauert ewig. Ja, wenn man darauf wartet, bis die UN den Mehrheitsbeschluss hat, Cannabis komplett irgendwie rauszunehmen, da können wir irgendwie noch 20 Jahre warten, unser Gesetz fertig machen hier mit unseren Eckpunkten und so weiter. Blinert kann das ausdiskutieren, legen wir das in die Schublade und dann machen wir bei jeder UN-Versammlung den Antrag und warten. Das wird nicht die Lösung sein. Ne? Und dann der nächste Step ist dann eben, wie Bolivien das gemacht hat, austreten und dann wieder eintreten mit der Ausnahme für die entsprechende Substanz. Oder wie ihr sagt hier zu 21%, nicht wieder eintreten und sagen, komm, lasst uns in Ruhe, wir machen Drogenpolitik, wie wir wollen, haben wir nichts mit zu tun mit euren Vorgaben da. Noch Fragen? Nur ein Hinweis für die Kollegen, die vorgeschlagen haben, der verkauft nur an Bundesbürger. Hier sitzt ein britischer Staatsbürger und möchte immer noch an diesem Geschäft teilnehmen in der Zukunft. Ja, das wird gerne. Ja, welcome. Mir soll recht sein. Gut, das noch vielleicht mal so grob zu den internationalen Verträgen. Wäre schön gewesen, hier so einen Ambus, Kai Ambus nochmal zu hören, ne, der in letzter Zeit dazu nochmal aufgeschlagen ist. Vielleicht meldet er sich doch nochmal. Ja, bis jetzt hat er auf meine Anfrage nicht geantwortet. Das wäre schon schick, wenn man da nochmal wirklich jemand dabei hätte, der uns das nochmal richtig auseinanderdröselt. Vielleicht auch mal Vorgaben schreibt und so weiter. Aber wenn ihr jetzt dazu keine Fragen mehr habt, zu dem ganzen internationalen Kram. Hat nicht die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und so weiter, haben die nicht ihre Meinung zu Cannabis auch geändert? Also was eine Grundlage wäre, um dieses ganze internationale, natürlich nicht von uns ausgehend, aber also wollen die das nicht auch in Angriff nehmen? Also das war auch diese medizinische Debatte. Ne? Das hat sich so seit 2018 ungefähr hingezogen, dass die WHO da erst so eine Arbeitsgruppe hatte und geguckt hat, was ist denn, wie gefährlich ist das denn jetzt alles da und so. Wir sind übrigens auch zu dem Ergebnis gekommen, dass CBD vollkommen ungefährlich ist, dass das nicht suchterzeugend ist, kein Rausch erzeugt und nichts und nicht den Kontrollen unterliegen sollte, CBD als Substanz. Und auch nicht Blüten mit bis zu 0,2% THC. Das war erstaunlich genau auf diesen deutschen Markt mit CBD-Gras gemünzt, ja, quasi. Das betraf das total 1:1. Und dann hat das ewig gedauert, bis die UN-Versammlung sich damit mal befasst hat. Und das kam jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, im Dezember oder was, ne? Das ist jetzt ein halbes Jahr her, drei Viertel irgendwie so, dass sie das nachvollzogen haben. Das war also ein Prozess von locker 3 Jahren. Und davor, bevor die WHO dieses Statement dann gebracht hat, war ja dieses Expertenkommission-Ding, ne, das hat sich auch ziemlich lange hingezogen. Daran sieht man, was für langsame Prozesse das sind. Und das nur bei Cannabis als Medizin, was ja sowieso schon irgendwie überall auf der Welt unterwegs war. Soweit ich weiß, hat die WHO noch kein Statement gebracht, Cannabis komplett rauszunehmen aus den Verträgen. Und die Versammlung hatte am Ende, glaube ich, auch nicht alle Punkte der WHO übernommen, sondern nur Teile davon. Also das ist eine unglaublich zähe Angelegenheit. Ne? Je höher man geht in der ganzen Leiter da, desto schwieriger wird das. Logischerweise sind auch immer mehr beteiligte Länder. Und wenn man so einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel, wie der Blinert das immer sagt, da irgendwie durchziehen will, und ja, dann ist das Land für Land für Land, was irgendwie kippt. Genauso wie das hier jetzt seit 20 Jahren auch so läuft. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir was geschafft haben, sozusagen, dass genug gekippt sind, dass wir solche Diskussionen überhaupt führen. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ihr habt jetzt die exklusive Möglichkeit, vielleicht mir noch ganz allgemein nochmal zu sagen, was ich da mitnehmen soll, mich irgendwas zu fragen. Dafür sind wir ja unter anderem auch hier, damit ich eure Stimmen im Ohr habe, wenn ich da irgendwie wieder in die Anhörung reingehe. Nachher haben wir ja dann wieder bei der Auswertung morgen wieder alles mögliche Allgemeine. Ihr könnt mich natürlich auf der Party noch anquatschen, aber jetzt nochmal hier Manege frei, würde ich sagen. Ich wollte vielleicht auch noch einmal sagen,
darauf bezogen, wenn Cannabis legalisiert wird und alles, bedeutet das ja aber nicht, dass dann auch wirklich sich viele Leute in der Gesellschaft ändern. Also es gibt ja immer noch einige Leute, die sagen, wenn du kiffst, dann bist du psychisch nicht mehr zurechnungsfähig, mehr oder weniger. Und wenn ein freier Verkauf da ist, wäre es vielleicht auch sinnvoll, mal eine Kampagne von der Bundesregierung oder so, die dann wirklich einfach heißt, ja, Cannabis normal, also du bist auch du, wenn du kiffst oder so, keine Ahnung, dass da vielleicht auch noch mal was kommt oder also, dass einmal der freie Verkauf und Besitz und alles halt, was ja vielleicht auch so ein Teil von Amnestie und allem ist. Das wollte ich vielleicht auch noch mal sagen. Ja, das trifft mich ganz gut irgendwie, weil dieses Cannabis-Normal-Thema hatte ich jetzt in den Anhörungen auch immer wieder im Kopf, dass ich das Gefühl hatte, so die Message ist da noch nicht angekommen und das ist Teil meiner Mission, denen das irgendwie klar zu machen. Ja, da sitzen dieselben Leute, die immer irgendwie nur dran waren, aus gesundheitspolitischer Perspektive den problematischen Cannabiskonsum zu sehen, den möglichst weitgehend zu reduzieren. Ja, das haben sie vorher mit Prohibition versucht und jetzt versuchen sie es halt mit dem Instrumentarium der legalen Möglichkeiten. Immer die Problembrille, wie du sagst, ja, alles Psychos, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie reduziert kriegen und problematisieren weiterhin und Präventionskampagne über die Risiken von Cannabis und so weiter und so fort. Und ich dann immer so Statements bringe, ja, dass das halt normal ist mit dem Cannabiskonsum und so. Ne? Das ist wirklich ein Kulturkampf da, so regelrecht, irgendwie habe ich den Eindruck. Finde ich eine coole Idee eigentlich, ja, aber ich weiß nicht, wie sich das übereinanderlegen lässt mit dem, was die vorhaben da an Präventionsbemühungen, die jetzt zusätzlich die Legalisierung begleiten sollen. Ja, das lasse ich mal sacken, ja, mal gucken, ob mir das nochmal einfällt. Gute Idee aber eigentlich, ja. Cannabis normal. Eigentlich sind wir das, die das immer gemacht haben, ne? Ich fand das gut, was du gerade gesagt hast, weil das ist genau dieser Paradigmenwechsel, der stattfinden muss. Da haben wir beim Mittagessen auch schon drüber gesprochen, dass das mit dem Nichtraucherschutz, als es um das Rauchverbot in den Gaststätten ging, da ging dieser Paradigmenwechsel ja auch ganz schnell. Obwohl jeder Zigarettenraucher gesagt hat, boah, das gibt's ja nicht, das kann man ja nicht machen. Und im Endeffekt ging es ganz schnell. Und es kam nicht von der Gesundheitsbehörde oder vom Gesundheitsministerium, das kam auch aus der Gesellschaft raus. Ja? Dass dieser eine, der das da gefordert hat, ganz schnell, ja, quasi innerhalb von 5 Jahren oder so, war es auch jedem Raucher also lieber, dass er nicht mehr im Restaurant im Rauch saß. So. Also ich glaube schon, dass das möglich ist, dass auch über eine Aufklärungskampagne seitens der Regierung wirklich schneller in die Gesellschaft zu bringen und wirklich die Fakten mal ja nicht nur für die Interessierten, sondern für die allgemeine Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Ja, wobei das ja in eine ganz andere Richtung geht. Ne? Also das finde ich grundsätzlich auch sinnvoll, ne? Dass den Leuten auch die Risiken bewusst sind. Aber das ging ja jetzt mehr in die andere Richtung. Also das mit dem Tabak ist ja so eher so, dass jetzt mehr diese Einstellung herrscht. So, Tabak, bäh, ne? Das stinkt, das will ich beim Essen nicht haben. Und das ist plötzlich auch vollkommen massiv mehrheitsfähig, ja, super mehrheitsfähig. Was das früher nicht war. Ne? Und man wusste, okay, wir tolerieren die Raucher, ja, auch wenn das stinkt. Aber wie kriegt man jetzt gleichzeitig diese Risiken mit Präventionskampagne vermittelt und die Cannabiskonsumenten, ganz normale Leute, so wie eben auch die Feierabendbiertrinker oder so, und die haben auch nicht alle ein Problem, das sind auch nicht alles Psychos, Cannabis normal. Das empfinden die allermeisten da irgendwie, die Experten und Fachleute und so, als verharmlosende Botschaft. Jetzt bin ich gespannt, was der Experte dazu sagt. Ja, okay, ja, gut. Ach so. Ja, also finde ich auf jeden Fall auch total gut, diese Idee. Das ist ja auch eigentlich eine der häufigsten Forderungen vom Harmverband, dass da endlich eine ehrliche und faktenbasierte Aufklärung stattfindet tatsächlich
Und deswegen hier auch die Frage mit dabei gewesen mit dieser Entschuldigung seitens der Politik, weil ich glaube, auch das ist letztendlich einmal natürlich für Konsumentinnen ein Zeichen, dass da tatsächlich eine Einsicht stattgefunden hat, ja. Und andererseits aber auch ein Zeichen an die allgemeine Bevölkerung letztendlich, dass das eben einfach auch normal ist, dass es Teil unserer Gesellschaft ist. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass dieser Aha-Effekt bei ganz, ganz vielen Leuten, die bislang keine Berührungspunkte damit hatten, sofort eintreten wird, wenn sich all die Leute nach der Legalisierung endlich outen. Ja? Wenn da die Anwältinnen, Ärztinnen und so weiter, wenn die alle sagen, ja, auch ich kiffe und das ist einfach normal. Ja, wir hatten das ja heute Morgen im Jugendschutzthema auch. Ne? Also ich glaube, das ist schon nicht so einfach, wenn es um normal ist. Es geht auch um Normierung. Was ist jetzt zukünftig die Norm? Ne? Und ich denke, wir haben ja eher jetzt eine Bewegung, auch was Nichtraucherschutz oder auch was Alkoholreduktion, das ist ja in den letzten Jahren eher ein Stück zurück. Wir haben ja die Präventionsleute, Gesundheit denken, dass wir das ein Stück mehr unter Kontrolle und in den Griff kriegen, dass wir das senken. So. Dann, und das sind ja auch Erfolge, die sich die Leute, ne, der Nichtraucherschutz und so, ne. Und ich glaube, hier geht es nochmal was anderes. Hier geht es wirklich so um moralische Bewertung für diejenigen, die halt sich entschieden haben zu konsumieren. Aber wenn du Cannabis normal sozusagen so, jetzt das ist das neue, das ist die neue Realität, ne, dann ist es natürlich auch normsetzend. Und ich glaube, das ist dann eher auch was Widerstand erzeugen würde, ne? Weil das halt viele nicht wollen. Ne? Wir wollen keine Stigmatisierung, wir wollen natürlich diejenigen, die Cannabis konsumieren, als normale Konsumenten sehen, aber wir wollen keine flächendeckende Verbreitung des Cannabiskonsums in alle Schichten, in alle Altersgruppen, dass wir endlich 100% erreichen. Ja? Und dass diejenigen, die sich eben gegen den Konsum entscheiden, nicht das Gefühl kriegen, sie sind abnormal. Absolut, ja, und wie kriegt man das jetzt übereinander? Ne? Da, die Frage bleibt irgendwie schwierig. Wobei ich tatsächlich diese Verknüpfung mit der Entschuldigungsforderung ziemlich gut finde eigentlich, ne? Weil das hätte viel mehr Wirkung, wenn der Scholz sagen würde, übrigens hier im Zusammenhang mit diesem gerade beschlossenen Legalize-Gesetz entschuldigen wir uns als Staat für alle die da Unrecht erfahren haben, die zu Unrecht irgendwie verurteilt worden sind. Das hat natürlich viel mehr Wirkung in diese Richtung, als wenn der Handverband sagt, Cannabis normal. Ja? Von daher macht das... Kriege ich den Spin langsam so hin, ne? Wie man das macht mit dem Entschuldigen da. Schön. Ja. Ja, also du hattest ja gefragt, was könntest du noch mitnehmen im Zusammenhang mit den internationalen Verträgen? Und da wollte ich sagen, Pragmatismus vor allem. Also ich glaube, man muss die Politiker eben auch daran erinnern, dass sie ein Wahlversprechen abgegeben haben. Und wenn ich dann jetzt heute wieder Carmen Wegge höre, die einerseits sagt, ja, das soll jetzt alles ganz schnell kommen und am besten noch dieses Jahr oder dann Umsetzung schon Mitte nächsten Jahres. Und andererseits sagt sie dann, ja, sie will jetzt erstmal das Schengener Abkommen ändern. Am liebsten, dann sehe ich nicht so ganz, wie ihr persönlicher Zeitplan da aufeinander passt. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach mit Pragmatismus vorangehen, sonst wird das, glaube ich, auch nichts mehr mit in dieser Legislatur. Gut, es gibt halt ein paar Hürden, die werden auf uns zukommen. Ne? Ich meine, die haben auch nichts versprochen. SPD hat nicht Legalisierung versprochen. Ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Die Strategie, die die haben, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben da ein paar Hürden, ja, die können auf uns zukommen, die können Showstopper sein. Das haben sie so deutlich wie gestern bisher nicht gesagt, ja, in Bezug auf Bundesrat. Von daher fand ich das schon auch ein bisschen neuer Spin irgendwie. Trotzdem zu sagen, wir machen das Gesetz jetzt fertig, ne, als Bundestag liefern wir, ne, das, was wir zumindest im Koalitionsvertrag versprochen haben, da kann man es sagen, dass es haben. Und wenn es dann scheitert, okay, dann weiß man halt woran. Ja, dann weiß man auch, dass die CDU halt ausgebremst hat, aber dann können die halt nichts mehr dafür. Ne. Das kann man schon so machen, finde ich in Ordnung. Ne. Und das, so ähnlich ist es dann eben auch mit Schengen und EU und so weiter. Wenn das am Ende der Showstopper ist und die haben es wirklich versucht zu ändern und zu machen, ne, zu verhandeln und so weiter, ja, dann können sie ja nichts machen. Ja, auf jeden Fall, Hauptsache, wir machen jetzt fast forward, was dieses Gesetz angeht. Und das machen sie jetzt tatsächlich ernsthaft. Ne, das kann ich bestätigen mittlerweile. Freut mich auch sehr, die Entwicklung jetzt auch vor der Konferenz hier gesehen zu haben. Ja, das wird jetzt nicht hier so trauerklosmäßig sitzen, noch mit Lauterbachs Ansage, ja, wir gucken mal, ob wir nächstes Jahr vielleicht Zeit finden dafür. Ne. Jetzt sieht es vollkommen anders aus da. Jetzt machen die fast
holterdiepoltermäßig los, weil sie den Druck irgendwie raushaben wollten, der gemacht wurde von allen Seiten. Ich finde das gut. Ja, das kann man nicht mehr meckern, sag ich mal. Da gibt es jetzt andere Probleme, die wir haben. Eben insbesondere EU und Bundesrat. Wenn wir das nicht hätten, würde ich sagen, alles klar, jetzt bin ich mir sicher, dass sie das schaffen. Ja, also bin ich viel positiver gestimmt, als ich das vor ein paar Wochen noch war. Ja, lassen wir es dabei gut sein. 16 Uhr haben wir. Danke.